Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was für ein Video ist das? Im Prinzip ist es eine Art Update, beziehungsweise ich will euch einfach zeigen, welche Neuzugänge ich in den letzten Wochen und Monaten bekommen habe. Das ist hier diese kleine Sammlung. Da fangen wir einfach direkt mal an. Wir haben hier ein schönes Alox-Modell von Victorinox. Und zwar ist es das Pioneer X. Es war mir sehr wichtig, dass ich eine Schere mit dabei habe. Ich habe nun schon seit längerem auf die Alox-Modelle geschielt, weil die ja schon einfach schön sind, werden ja auch als die robusten Messer gehandelt von Victorinox. Hab dann aber länger mit mir gehadert, weil man natürlich keine Zusatzwerkzeuge wie Pinzette, gegebenenfalls Kugelschreiber oder Zahnstocher haben kann in diesen Alox-Schalen. Aber ich habe mich dann doch durchgerungen und habe mich dann für dieses hier entschieden, habe das recht gut neu, aber trotzdem ziemlich günstig bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Da war ich sehr glücklich und das hat mich dann endgültig überzeugt, zuzugreifen. Und seitdem ist das täglich in meiner Tasche und ich bin absolut zufrieden. Kurzer Überblick, wir haben hier den Kapselheber mit Drahtabisolierer und Schraubendreher und hier natürlich den anderen üblichen Verdächtigen, den Dosenöffner mit Schraubendreher. Dann die Schere, die ich euch schon gezeigt habe, die große Klinge, die auch etwas anders aussieht. Ich kann es einmal eben zeigen. Also kleine Unterschiede haben wir da, etwas breiter und auch etwas dicker als die gewöhnlichen Klingen aus den Offiziersmessern. Und als letztes dann hier noch dabei eine Stech- und Bohrahle. Eine sehr schön scharfe Ahle. Hier erinnert die mich dann doch sehr stark an die Ahle von dem Swisser-Modell, das ich ja auch habe. Habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Ja, finde ich nicht schlecht. Ist halt mal nicht in dieser T-Stellung. Finde ich ganz gut. Und dafür fehlt hier dann die kleine Klinge. Und auf der Rückseite hat man gar nichts. Ansonsten ist es am ehesten vergleichbar mit dem Climber von den Victorinox Offiziersmessern. Ich bin sehr zufrieden. Ich mag dieses Messer einfach gerne in der Hand haben. Es fühlt sich toll an, vor allen Dingen, wenn es sich dann in der Hosentasche so ein bisschen aufgewärmt hat und so. Ha, einfach schön. Als nächstes habe ich auch günstig bei eBay Kleinanzeigen geschossen, das Cybertool M oder 34 heißt es, glaube ich auch. Das habe ich bisher noch nicht so häufig im Einsatz gehabt, ist eigentlich noch in einem super Zustand dafür, dass es gebraucht war. Ein kleiner Defekt, oder was heißt Defekt, also die kleine Klinge ist leicht verbogen, aber das kriege ich vielleicht noch wieder gerichtet und es stört auch nicht weiter, weil trotzdem noch alles zugeht und passt. Ansonsten haben wir große Klinge, kleine Klinge, Schere und Zange. Das ist das, was ich an diesem Messer so schön finde, dass man die Zange noch zusätzlich hat. Und dann, das ist ja die eigentliche Besonderheit des Cybertools, haben wir hier einen Bithalter und den, ja, wie sagt man? Na, das ist ja eigentlich der Bithalter. Hier sind die Auswechselbits. Also ein Schraubendreher mit verschiedenen Bits. Und das finde ich schon ziemlich gewieft, also ziemlich ausgefuchst, ein geiles Prinzip. Gefällt mir richtig gut, aber dem geneigten Zuschauer wird sicherlich schon aufgefallen sein. Hier fehlt nicht nur einer, nein, hier fehlen sogar zwei Bits leider. Die sind aber schon bestellt und unterwegs. Die habe ich mir nachträglich bestellt. Ist bei dem Preis, für den ich das Messer geschossen habe, trotzdem noch vollkommen okay. Schalen sind hier die transparenten roten Schalen drauf, plus Schalen auch. Mit Kuli, Zahnstocher, hier haben wir die kleine Stecknadel, den kleinen Mikroschraubendreher und die Pinzette. Ein sehr schönes Messer und das will ich nämlich mal austesten, ob es eventuell meinen Handyman, was ja mein absolutes EDC-Messer ist, ob es den vielleicht ersetzt. Von der Breite genau gleich, dafür ein höheres Angebot an Schraubendrehern. Es fehlen dafür dann die Säge und die Metallfeile, / Metallsäge, die man ja eigentlich wirklich selten braucht. Ich will mal testen, wie mir das gefällt und werde dann wahrscheinlich berichten. Dann habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem lieben Schwager dieses schöne Old Bear von Antonini.
Das italienische Opinel, wie ja viele sagen, da habe ich ein Video zu gemacht, das entweder jetzt schon da ist. Könnt ihr auf meinem Kanal mal gucken, wenn euch das interessiert. Ein auch sehr schönes rustikales Messer für einen kleinen Taler. Immer noch doppelt so teuer wie Opinel, aber immer noch günstig. Ein sehr schönes Messer, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut hier mit diesem Walnussholz, so ein bisschen dunkler. Und diese Messing, Schelle hier, wie soll man sagen, finde ich richtig ansprechend, richtig schön. Direkt daneben haben wir dann wieder ein Opinel. Das ist mein neuestes Messer. Ich hatte einfach mal wieder Bock, oder was heißt mal wieder Bock? Ich habe bisher noch nie ein Opinel frittiert und das wollte ich mal ausprobieren. Das hier ist ein Opinel Nummer 7 mit Inox-Klinge, wie ihr sehen könnt, also rostfreier Stahl. Und ich habe mir die ein kleines bisschen zugeschnitzt. Das hier ist ja die normale, nahezu normale Opinel-Form. Ich habe hier hinten diese Flosse so ein bisschen weggenommen und es dann insgesamt etwas eckiger gefeilt, hauptsächlich. Also eigentlich von allen Seiten so ein kleines bisschen würfelförmig, aber natürlich abgerundet. Und das Ganze dann frittiert in heißem Leinenöl. Und erst passierte lange nichts, es stiegen einfach nur die Luftbläschen auf und ich dachte, okay, die Imprägnierung schlägt an, wunderbar. Aber es wurde nicht so richtig dunkel und irgendwann auf einen Schlag fing es an zu qualmen und zu dampfen und wurde dann von der einen Seite schon echt scharf. Da dachte ich, dass ich es verkackt hätte, aber ich habe es dann nochmal umgedreht, habe es dann gleichmäßig schwarz werden lassen, nochmal schön drüber gefeilt und oder habe es dann nochmal schön abgeschliffen. Und bin jetzt wirklich glücklich mit diesem Ergebnis. Also ich finde das richtig hübsch, richtig schön. Ich mag das total gerne. Ist noch gerade für meine Hand gut, dass man damit gut umgehen kann. Super schön in der Tasche zu tragen. Opinel ja sowieso leicht, jetzt sogar noch leichter. Klingenlauf hier so ein bisschen leichtgängiger geworden, aber noch nicht so, dass es total aufwackelt. Finde ich auch sehr schön. Bin ich für meinen ersten Test sehr zufrieden mit. Und als letztes Schätzchen hat es gedauert. Über ein Jahr, ich glaube, fast 2 Jahre, ich weiß es nicht, habe ich es jetzt vor mir hergeschoben, wollte es immer haben, habe es mir so gewünscht, war aber immer noch vernünftig oder habe gedacht, nee, wart mal noch ab oder wünscht es dir halt irgendwann mal zum Geburtstag oder irgendwas. Jetzt habe ich zugeschlagen, ich habe mir ein Swiss Tool Spirit geholt. Und das natürlich in der Plus-Ausstattung, wie ihr hier schon sehen könnt, mit der Ratsche. Ich hatte lange überlegt, dann auch Leatherman sind ja auch so Platzhirsche und Freunde von mir haben auch Leatherman und so weiter. Aber irgendwie bin ich damit nicht so warm geworden. Außerdem, ich wollte auf jeden Fall eine 42A-konforme Variante. Und die Leatherman, die ich bisher so in der Hand hatte, waren dann doch immer mal hakelig. Ich hatte noch nie einen Victorinox in der Hand, aber bin erstmal sowieso natürlich von dieser Marke total begeistert und habe dann natürlich auch, wie es sich gehört, viele Reviews und Videos dazu gesehen. Und überall war der O-Ton, dass man mit diesem Multitool nichts falsch machen kann. Und jetzt habe ich es mir endlich gegönnt und ich bin sowas von glücklich. Ich habe es jetzt auch erst eine Woche, aber durchgehend am Mann. Natürlich jetzt noch keinen Härtetest damit gehabt, aber insgesamt von der Verarbeitung einfach, wie es sich anfühlt und wie das hier einklackt. Und da wackelt nichts, das hat kein Spiel und das ist einfach, einfach geil. Ich hatte aus Kindertagen oder ich weiß gar nicht mehr von wann, irgendwann hat mir mal jemand dieses Multitool geschenkt, zugesteckt, was weiß ich. Ich weiß nicht mal, ob das war wahrscheinlich ein Werbegeschenk oder so. Also von keiner Marke. Sieht erstmal so ein kleines bisschen aus wie das Swiss Tool. Das normale Swiss Tool, aber so wackelig und also wirklich kacke. Die Werkzeugauswahl ist auch mehr als beschränkt und nicht gut. Hat hier so einen Bithalter mit drin. Naja, das war auf jeden Fall das erste und einzige Multitool, das ich jemals besessen habe. Mir war aber ja auch immer klar, dass das nichts ist. Aber wenn man jetzt dann das nochmal aus der Schublade holt, ich habe das auch nie am Mann getragen oder so, es liegt hier einfach immer noch rum, weil. Ja, selbst verschenken. Wem soll man sowas schenken? Also, ja, wegschmeißen könnte man es, aber das habe ich halt noch nicht gemacht. Und wenn ich da jetzt das dann auch mal so im Vergleich, wäre ja auch schlimm, wenn da kein Unterschied wäre, aber da macht es mich dann immer noch doppelt glücklich. Ein wunderschönes Ding. Ich mag das richtig gerne.
Ja, werde ich bestimmt bei Zeit nochmal ein Video machen, wenn ich noch mehr Erfahrung damit gesammelt habe. Wie gesagt, jetzt habe ich es erst knapp eine Woche im täglichen Einsatz. Da fallen mir dann noch nicht genügend Anekdoten ein, um darüber ein schönes Video zu machen. Das wird also noch dauern, aber wir haben ja alle Zeit, nicht wahr? Also, das ist bei mir weiterhin im täglichen Einsatz. Nochmal ganz kurz zeigen hier. Der ansteckbare Korkenzieher natürlich mit dabei in der Plus-Ausstattung. Mit dem eingedrehten Mikroschraubendreher. Sehr witzig finde ich es eigentlich eher. Also, ja. Und dann dazu hier den Bithalter mit der Ratsche dran. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass... Wie viele sind da? Ich glaube, 4 sind dabei gewesen, ne? Ne, oder 6? Ja, 6. Genau, die 6. Und diese helleren habe ich dann nachträglich noch dazu gepackt. Keine Ahnung, ob ich eine richtige Auswahl getroffen habe. Habe lange hin und her überlegt. Aber die Torx-Aufsätze kann man ja auch benutzen, wenn man mal einen Inbus lösen muss. Deswegen habe ich hier eigentlich eine Vielzahl an Torx-Aufsätzen und nur die beiden hier drin belassen, die noch da sind. Weil man, so war meine Idee, hiermit decke ich dann ja beides ab. Torx-Schrauben und Inbus, wenn ich das mal brauche. Sicherlich ist ein Inbus an sich dann besser, aber man kann sich damit behelfen. Ich habe jetzt noch keinen richtigen ernsthaften Einsatz gehabt, aber habe natürlich in meiner Wohnung irgendwie jede Schraube hier schon einmal bewegt mit dieser Ratsche. Und ich bin überrascht. Sieht ja aus, als wenn das hier so aus dem Modellbau wäre oder aus irgendeiner Puppenstube. Aber wirklich, was man da auch für Zug draufsetzen kann, überraschend, aber gleichzeitig auch nicht überraschend, ist halt Victorinox. Ich bin begeistert und zufrieden, zumindest bisher. Ich hoffe, aber denke auch, dass sich daran nichts ändern wird. Und es kommt bestimmt bald nochmal ein Video, wo ich euch mehr Erfahrungsberichte zu diesem Tool geben kann. So, das war schon wieder viel Gelaber, aber nun habt ihr mal gesehen, was bei mir in letzter Zeit so Neues dazugekommen ist. Und ich hoffe, dieses Video hat euch ein kleines bisschen unterhalten. Wenn euch der Quatsch hier gefällt, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mögt. Und kommentiert auch gerne. Ich freue mich immer über Anregungen und Kommentare jeder Art. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.